Freunde der gepflegten Spielekultur, herzlich willkommen zur Fortsetzung unseres Gameplays. Ja, hier bei Battletech, kurz vor dem neuen Add-on Flashpoint. Ja, wie in der letzten Folge schon erwähnt, möchte ich ganz gern unser Gameplay, unser Let's Play hier zu Ende bringen. Ja, wir starten in eine neue Mission. Ich werde jetzt hier diesen Auftrag annehmen. Spricht hier irgendwas von alten Waffen und alten Mechs? Schauen wir mal, was dabei jetzt rumkommt. Ja, die gesalvagten Mechs aus der letzten Folge habe ich inzwischen mal verkauft. Danach, was haben wir denn hier? Festival of Lights. Nö, ein kleines Festchen können wir, denke ich, veranstalten. Die 5000, die haben wir übrig. Machen wir. Und weiter geht's. Ja, letzten Folge die zwei Mechs haben wir ja verkauft oder habe ich jetzt gerade verkauft. Zwei unserer Mechkrieger sind momentan in der Midbay. Da müssen wir mal gucken, ob wir da entsprechend schnell in den Einsatz starten können oder ob wir da jetzt ja mal warten müssen, bis zumindest einer von beiden raus ist. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, sind wir etwas knapp an Mechkrieger. Aber das lässt sich sicherlich rausfinden. Oder? Nee, nee, nee. Geht. Geht. Okay, unser beschädigter Mech ist repariert. Wir sind in 2 Tagen am Ziel, nämlich jetzt. Ja, würde ich sagen, legen wir direkt los. Ist nur die Frage, was nehmen wir mit? Einmal jenen, den Orion, weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht, was ich da jetzt von halt. Was hat denn der Quick Draw? M-Laser, 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 LRM-15. Der Grashüpfer, L-Laser, M-Laser. Ah, nehmen wir mal einen Grashüpfer mit. Oder? Ah, ich kann mich da immer so schwer entscheiden. Das ist grausig. Ah, nee. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, dann brauchen wir jetzt noch einen Mechkrieger. Capo in den Thunderbolt. Dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. So, da kommen wir jetzt rein. Wir haben eine Schlachtmission, das heißt keine großartigen Ziele, einfach draufholzen und fertig. Ja, schauen wir mal, was uns jetzt hier so Schönes erwartet. In der Beschreibung stand was von alten baufälligen Schlachtrössern. Ja, das werden wir ja gleich sehen, ob das jetzt wieder mal Mechs sind, die eher fürs Altmetall taugen als fürs Schlachtfeld oder ob es dann doch voll ausgerüstete Mechs sind. Aber ja, lassen wir auf uns zukommen. Unsere Mechs sind auf jeden Fall startklar. Ich rechne hier auch mal mit Verstärkung. Ich werde mich hier definitiv entweder ins Wasser oder in den Wald verkrümeln. Enemy Content, was haben wir hier? 90 Tonnen, 90 Tonnen, ach du Scheiße. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt wirklich was Altes ist oder nicht. Ein 90 Tonne wäre schon bitter voll ausgestattet mit einer kompletten Lanze im Hintergrund. Da kann ich nur darauf bauen, dass die KI nach wie vor noch nicht ganz so fit ist. Wie sie sein sollte. Da bleiben wir hier erst einmal ein bisschen noch im Wäldchen stehen. Schauen uns mal an, was hier kommt. Ein Highlander. Dann haben wir hier einen Mech, den ich noch nicht identifizieren kann. Ja,
Bestätigt sind sie zwar, aber das nimmt jetzt nicht wirklich. Ja, also so viel Panzerung fehlt da jetzt nicht. Dann holen wir mal von allen mit die Langreichweitenwaffen drauf und schauen mal, was passiert. Geht schön im Arm rein. Die PPK ist irgendwie total für die Tonne. Ja, es sind auf jeden Fall zwei Schwere dabei. Zwei Überschwere dabei. Es scheint auch nicht wirklich mehr zu kommen. Na, schauen wir mal. Also wenn dem wirklich so ist, dann ist diese Mission hier definitiv leicht verdientes Geld. Ja, ein Schwall von Raketen und eine Gauss. Macht dem Highlander allerdings auch nichts aus. So, jetzt haben wir den Reim für heute auch durch. Da kommen noch ein 80-Tonner, okay. Ja, wir haben auf jeden Fall eine überschwere Lanze hier als Gegner vor uns stehen. Wird spaßen, definitiv. Dumme ist bloß, ich habe eigentlich keine Mechs dabei, die wirklich für diese Reichweite gebaut sind. Also ich kann eigentlich nur, also mit manchen zumindest kann ich wirklich nur auf Distanz feuern und da geht mir früher oder später die Munition aus. Zum Beispiel hier mit diesem Orion. So, wagen wir es oder wagen wir es nicht? Na, irgendwas muss hier auf jeden Fall weg, sonst kriege ich echt in Schwierigkeiten. No risk, no fun. C10 hat sich schon mal verabschiedet, ist schon mal viel wert. Ein Wärmetauscher ist auch weg. Victor. Oh, schön. Zwar nicht so schön, wenn man gegen ihn kämpft, aber ich hätte ihn dann doch ganz gern in der Garage. Ich gehe mal davon aus, das dürfte die Version mit der AK-20 sein. Und die, wenn einschlägt, tut es wirklich weh. Das ist die Version mit der AK-20 und die sitzt im rechten Arm. Die Munition dafür im rechten Torso. Der hat 140, knapp 150 Punkte. Probieren wir mal. Leicht klappt's. Das war der falsche Torso.
Ist recht. Sensorlog wird erst nach dem nächsten Update wirklich interessant. Mit was zum Henker hat er jetzt geschossen, dass die Panzerung schon durch ist? Was ist das überhaupt? Was, noch ein Viktor? Da kommt noch ein Viktor. Also, wir haben einen Viktor 9B, wir haben einen Viktor 9S. Oh, Schande. Das wird böse. Stecken wir uns mal hier mit dem Thunderbolt ein bisschen hinterm Hang. In der Hoffnung, dass wir uns hier nicht gleich erwischen. Den Schaden natürlich so intelligent beim ganzen Mech. Wenn man hier eigentlich noch als viertes jetzt hat. Noch ein Highlander. Leck mich doch. Explosion. Der Pilot hat jetzt 2 Schaden genommen, aber das wird nicht ganz reichen. Nehme ich jetzt einen raus oder nicht? Ach, warte mal, ich habe ja Multi-Target. Da die Waffen für Mittelstrecke und hier die Waffen für Langstrecke. Also halbwegs in Schach halten kann man sie auf jeden Fall. Der Highlander ist effektiv raus. Der dürfte nicht mehr wirklich viel haben. Die Viktor mit ihren AK-20 machen halt extrem Sorgen. Weil da braucht es eigentlich gerade bei so einem Orion nur, ja, 2 Schuss und irgendein Teil fliegt davon. Also finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ja, den muss ich auch mal zurückziehen. Der kann sich jetzt hier um den Highlander kümmern. In der Hoffnung, dass er den jetzt endlich mal rausnimmt. Ja. Der ist raus. Brauche ich jetzt noch was Nettes für einen gezielten Schuss? Genau. Feuer.
überall hin, bloß nicht dahin, wo es hingehen soll. Und wieder keine Munition getroffen, so ein Scheiß. Das war die AK-20. Tat ein bisschen weh. Von diesem Arm erwarte ich mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr wirklich die Menge an Panzerung, das noch da ist. Ja, der ist durch. Ja, hoffen wir auf ein paar Glückstreffer. Vielleicht treffen ja ein paar von den Raketen genau da rein. Ja, allerdings nicht genug. Also RNG ist an der Stelle jetzt definitiv auf unserer Seite. Wie man sieht. Ja, außer vielleicht bei den 20er Langstreckenraketen. Aber ansonsten ist RNG definitiv auf unserer Seite. Irgendeinen Mech nah genug dran stehen, ja. Machen wir das jetzt hier mit dem? Ah, super. Ich sollte vielleicht meine eigenen Tutorials denken, dass man die AKs nicht unbedingt in zwei Runden hintereinander abfeuern sollte. So, schauen wir mal. Ich habe jetzt noch einen Mech, glaube ich, übrig. Oder? Ja. Müssen wir jetzt mal gucken. 28. Ja, die Chancen sind ja mal ganz dezent scheiße, egal wo und wie. 31, 61, ja. Prinzip Hoffnung. Jo, auf jeden Fall, der ist bei AK los, das heißt, er ist relativ harmlos. Ja, ich sagte relativ. Das heißt auch, ich kann mich jetzt eigentlich ganz entspannt um den hier zum Beispiel kümmern. Mag zwar Beintreffer sehr gern, aber nicht, wenn ich zwei schweren und zwei überschweren gegenüberstehe. Da muss ich jetzt nicht unbedingt aufs kleinste Detail achten. Was mir allerdings verblüfft ist, dass man immer hier und hier so viel machen kann. Also meine Konfiguration auf Max Panzerung, damit er möglichst lang im Gefecht stehen bleiben kann, scheint sich immer wieder mal zu bewähren. Da kann ich nur auf meine Tutorials verweisen, da habe ich einige Konfigurationen durchgelegt, die dabei gewünscht werden. Immer raus damit, denn ich bin wieder da. Also ja, zum Großteil zumindest bin ich wieder da. Eins weiß ich, nach der Mission müssen meine Mechs auf jeden Fall hier mal in die Werkstatt. Durch die Bank, alle.
AK-20 ist gekrittet. Das heißt, die trifft ein paar Prozent schlechter. Yes, Commander. Also haben 6 zerstört. Linker Torso zerstört. Ja, wird ja langsam. Das war zwar die falsche Seite, aber wird ja langsam. Dann nehmen. Ja, auch ich habe mit den AK-20 keine guten Erfahrungen gemacht. Volle Breitseite von Highlander auf Highlander. Man kann vielleicht schon mal gleich machen. Auf jeden Fall geht es am Boden. Frage der Zeit. Wow, wow. Ja, den Orion, den ziehen wir jetzt mal zurück. Ich weiß, ich sollte eigentlich tendenziell meinen Spielercharakter aussteigen lassen, aber ja, Flucht war noch nie wirklich eine Option. Von daher, nein, werde ich nicht tun. Das heißt, es gibt einen fetten Salvage-Stand. So. Ja, das waren bloß die Sprungdüsen, das reicht noch nicht ganz. Auch noch nicht ganz. Was ist denn der? Wieder aufmodieren. Verdammt. Volle Knäste. Noch ein Kopftreffer. Zerstören, nichts weiter zerstören, danke. Ja, geht er jetzt ran und möchte einen Orion ausschalten, natürlich. Ja, mit dem letzten Schuss. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Dafür wird er jetzt verprügelt. Immer noch den guten Raven. Ja, und damit haben wir die Mission eigentlich auch schon hinter uns. Das ging jetzt. Wie soll ich sagen, ein bisschen einfacher als erwartet. Gucken wir mal, was unser Salvage sagt. Kohlehammer, Zusatzdings gab's nix. Ich bin mal wieder 94 Tage außer Betrieb. Subi. So. Und
Dann. Tja. Was mache ich denn da jetzt? Ich schnapp mir jetzt einfach mal zwei Highlander-Teile. Und hoffe, dass ich dritten bekomme. Und was richtig cool wäre, wäre noch einen kompletten Viktor dazu. Natürlich nicht. Okay, aber wir haben einen neuen Highlander in der Mech Bay. Das ist schon mal ganz cool. So, meine Freunde, das war's dann auch mit der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in den nächsten Reviews, Gameplays, Tutorials. Mal schauen, was als nächstes kommt. Bis dahin macht's gut. Euer Sesam.